Was darf Technik? Darf sie all das, was theoretisch möglich ist? Was dürfen beispielsweise automatisierte Fahrsysteme? Und was sollte aus ethischen Gründen ausdrücklich nicht erlaubt sein? Was passiert im Falle eines Unfalls? Und wie sieht das Ganze im Bereich der Normung aus? Wie können Ethiken die Normung unterstützen? Oder anders ausgedrückt, was kann Normung von Ethiken lernen? Mit all diesen Fragen befasst sich das DKE-Symposium Ethik in der Technik. Melden Sie sich daher bei der kostenfreien Veranstaltung an und seien Sie am 27. Februar in Frankfurt dabei, wenn Normung und Ethik sich die Hand geben.